Kapitel 1 Die Beerdigung 13.08.1895 Am Morgen des 13.08.1895 verlässt eine Kutsche die Stadt Tumbleweed. Auf ihr ist der Sarg von Annie McLeod verladen. Sie ist die Mutter von Kevin Morgan. Wer das ist? Das werdet ihr noch sehen. Die Kutsche ist auf dem Weg nach Blackwater, weil dies Annies Geburtsort ist und sie dort begraben werden soll. Ich werde dich vermissen, Mom. Nach der Beerdigung machte sich Kevin Morgan auf den Weg zurück nach Tumbleweed.
Als er in der Stadt ankam, sah er nur, wie Sheriff Freeman einen Brief vor seine Haustür legte. Sofort ging er zu dem Brief und las ihn. An meinen Sohn. Mein lieber Junge, ich habe dir nie erzählt, wer dein Vater war. Aber jetzt, wo ich vermutlich tot bin, wenn du diesen Brief liest, werde ich es dir jetzt sagen. Sein Name ist Arthur Morgan und er ist ein Outlaw, der mit einer Bande namens Van der Linde Gang umherreist. Er war 1878 für ein paar Wochen in der Stadt. Du kannst dir denken, was passiert ist. Ja, das kann ich. Ich hinterlasse dir fast $600 und den roten Araber, der immer im Stall steht, deine Mutter. Den roten Araber? Oh, ein wunderschönes Tier. Ich vermisse meine Mutter. Oh Mann, ich werde mich jetzt erstmal aufs Ohr hauen. Das war ein harter Tag. Oh Mann, ich vermisse meine Mutter. Ah, von morgen. Oh Mann. Mann, das war eine ziemlich lange Nacht. Echt wunderschön. Ich werde die Stadt vermissen. Oh, ich glaube, da steht er auch schon. Wie meine Mutter gesagt hat. Mein Gott, da ist er. Der rote Araber. Wie meine Mom gesagt hat. Gutes Pferd. Ich habe mein Pferd, ich habe meinen Hut. Mehr brauche ich nicht. Arthur Morgan. Ja. Keine Sorge, dich werde ich finden. Und dann wirst du mir erklären, wo du all die Zeit warst, in der ich für meine Mutter arbeiten musste, dass wir etwas zu essen hatten. Ja, dich werde ich finden.